Hallöchen und willkommen zum zweiten Part von Lego City Undercover Switch. Ich habe offscreen, weil das Video immer hochladen muss und ich nicht so viel Speicher habe, habe ich ein paar Teile gesammelt, weil ich bin die ganze Zeit auf die andere Brücke und hier rüber gegangen, habe aber sonst nichts weiter gemacht. Und wirklich nichts weiter. Mir ist aufgefallen, wenn man ZL drückt, pfeift man, was ich witzig finde. Vor allem, dass ich es auch herausgefunden habe, ist krass. Ein paar haben sich gefragt, wann kommt wieder Portal 2? Glaube ich zumindest. Und ich habe nämlich schon ein paar Folgen Portal 2 aufgenommen. Doch ich weiß nicht, wann ich die bringen kann. Bisher habe ich so gedacht, im Wochenabstand oder alle 3 Tage sieht man ja, wie das bei Kirby und das vergessene Land ohne Fähigkeit und bei Stumbleguys geklappt hat, Kappa. Also nee, jetzt, aber momentan bin ich so am Überlegen bei einem Monat. Das könnte ich auch schaffen. So. Weil ich habe die Switch nicht gefunden. Weswegen nur vorproduzierte Videos kamen. Und deswegen sind auch in letzter Zeit immer wieder so ein bisschen Projekte mittendrin mal kurz abgebrochen. Oder so. Oder ich hatte einfach zu viele Projekte laufen. Vor allem Dingen, bei mir geht's ja so in meiner Größe ja nicht anders. Ich muss ja gucken, was gefällt den Leuten. Was muss ich mehr produzieren? Was nicht? Was kann ich für längere Zeit abbrechen? Weil ich möchte schon auf meinem YouTube-Kanal eine riesengroße Base haben aus Spielen oder Real-Life-Spielen oder was weiß ich. Sag nicht, ich bin's da. Du zeigst ja schon die rote Karte. Aber ich bin noch drauf. Yay. Nee, aber ja, das ist so ein kleines bisschen der Real Talk. Und das hatte ich auch überlegt, ob ich das bei dem Projekt mache. Ob ich das so zu einem klitzekleinen immer mal wieder Themenprojekt mache. Keine Ahnung. Jeden zweiten, jeden dritten Part oder immer dann, wenn ich Bock hab. So immer random, mal 3 oder 4 Parts hintereinander, mal dauert 7 Parts oder so. Interessant. Ja, da bin ich halt am Überlegen, wie ich das mache. Schreibt von daher gerne Themen in die Kommentare, falls ich darüber sprechen soll. Wahrscheinlich werde ich bis zu 5 Parts dann noch nicht drüber sprechen. Aber schreibt's trotzdem rein. Ich gucke alle Kommentare an. Und
Im schlimmsten Fall mache ich eine kleine Antwort, so ich hab's gelesen. Im schlimmsten Fall. Eine Mission auf Zeit, ach du Kacke. Renn du Dulli. Nee, jetzt, oder? Nee, jetzt, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Puh, ich kann es noch mal machen. Ich will diesmal aber eine andere Route, auch wenn es die dümmere Route ist. Okay, wie mache ich das? Okay, ich mach's mal so, ich gehe rechts lang und gehe dann so. Komm. Yes. Geil. Und damit haben wir ihn. Abschleppwagenfahrer. Geil. Cool, cool. Natürlich. In unserer Schule ist es verboten, das Wort geil zu sagen, aber unsere beziehungsweise mein Lehrer sagt das auch immer. Von daher. Lehrerin. Lost. Kein Diss an dich, falls du das hier siehst. Warum auch immer. Kann ja sein. Stellt euch mal vor, euer Lehrer oder eure Lehrerin sehen ein Video auf YouTube von euch. Oder über euch. Oder sie sehen so als allererstes so YouTube kacken. Dann denken sie sich so, what the hell ja macht der? Stell mir das ultra witzig vor. Ich bin auch am überlegen, wie ich die Parts aufteile. So ob ich eher der Story nachgehen soll. Oder ob ich so, ich nenn's mal, eigenen Klimbimsel machen soll. Erstmal würde ich sagen, dass ich die ersten paar eigenen Klimbimsel mache und dann aber strikt der Story nachgehe. Oder so weit, wie es geht. Schreibt mal. Fuck, Digga, meine Sprite-Flasche ist keine Werbung. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es euch wünschen würdet. Weil ihr seid die, die mich abonnieren können. Und ich brauche Abos. Deswegen abonniert bitte diesen Kanal, wenn euch diese Videos gefallen. Ich stecke mittlerweile mehr Aufwand in die Videos, damit ich noch vor dem, Achtung, 15. Juli 50 Abonnenten erreiche. Falls es schon erreicht ist, Ehre, aber wenn nicht, keine Ehre. Hahaha. Dann, das gibt eine 6 neu. An jeden, der diesen Kanal guckt und nicht abonniert hat. Sag nicht, ich komme da nicht rauf. Lili, 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 lili
Okay, ich hab's geschafft. Yay. Aber erstmal ab nach oben. Yay. Okay. Okay, aber bip. Aber bei den Rivers of aber. Das war mega dumm. So ein Meme braucht's auch noch. Sowas wie das war mega dumm. Oder auch Lost, Digga. Oder auch so ein Meme. Ja, moin. Zum Beispiel so. Ich war letztens beim Bäcker. Ja, moin. Als Beispiel. Von Germi. Diesen. Ja, moin. Wenn ihr versteht. Da ist das Amazon-Logo. Oder? Doch, das war das Amazon-Logo. Oder? Vermute ich zumindest. Falls ihr es glaubt, besser erkannt zu haben, schreibt's bitte mir in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr eine Antwort von mir erhaltet. Oder getimeoutet werdet, wenn ihr beleidigt oder sowas. Wo ich auch letztens drüber nachgedacht habe, ist ein Kanaltrailer. Und da bin ich wirklich am Überlegen. Nämlich habe ich überlegt, wie soll ich das machen eigentlich mit einem Kanaltrailer? Ich habe den Kanal ja jetzt nicht gerade erst erstellt, sondern den gibt's ja jetzt schon bald ein Jahr. Und da habe ich überlegt, dass ich den Kanaltrailer als Jahresspecial bringe. Ich weiß, es hört sich komplett... Ich weiß, es hört sich komplett dumm an, aber... Bei mir wäre sonst auch die Frage, was soll ich sonst als ein Jahresspecial machen? Deswegen ist auch wieder viel Community-Interaktion gefragt. Und deswegen schreibt, falls ihr Ideen habt, in die Kommentare, was das wäre. Und ich will auch bald einen Zweitkanal machen, wo so Clips, wo ich so Clips drauf mache von YouTubern, unter anderem auch mir selbst, damit ich mir auch so mit etwas mehr Beliebtheit mache, so, wenn ihr versteht. So, dass da zum Beispiel Clips von, was weiß ich, Domtendo, Paluten, Hübi, David, Ansgar und wenigstens noch nicht so alles gibt. Weil ich hab da auch einiges im Petto, muss ich dazu sagen. Und wirklich einiges. Ich weiß nicht, ob ihr meine erstellten Clips mit der Clip-Funktion sehen könnt. Aber wenn ja, guckt da auf jeden Fall nach. Bip. Und zwar... Finde ich witzig. Bip. Und zwar habe ich da mittlerweile 60, 70 Clips. Und die will ich halt pro Tag ein oder pro Woche 2, 3, 4 releasen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Idee findet. Oder haltet, besser gesagt. Und ich bin auch, weil auch zumindest
in meinem Bekanntenkreis Leute gefragt haben, weil sie das Projekt Mehr geht so ganz geil finden. Ganz cool finden. Wann kommt denn wieder Mehr geht so? Und da muss ich euch eine kleine Story oder so zu erzählen. Nämlich der Grund, warum keine Mehr geht so Videos kommen, ist ganz einfach. Ich weiß meistens nicht, was ich für einen Titel und was ich für ein Thumbnail nehmen soll. Weil ich habe noch kein Photoshop und darf es auch noch nicht haben. Deswegen ist es halt bei mir immer die Frage, was mache ich? I mean, das ist bei allen Projekten auch so. Aber da habe ich wenigstens eine kleine Idee. Und zur Not mache ich was Absicht, wie bei Mehr geht so, einem Part, wo aber ohne Ton, hieß der, glaube ich. Mehr geht so, aber ohne Ton. Weil ich wusste da überhaupt nicht, oder was? Ich wusste da überhaupt nicht, was für einen Titel ich machen soll oder was für ein Thumbnail. Und dann habe ich da einfach ganz simpel den Ton rausgeschnitten mit Absicht und habe dann so gesagt von wegen, ey, das war unabsichtlich. Kommt nicht mehr vor, probiere ich zumindest. Aber ich habe leider die Tonspuren in Anführungsstrichen verloren. Und da wusste ich halt wirklich nichts anderes, was ich hätte nehmen sollen. Zum Beispiel so, hey, ich habe 15 Bonbons kombiniert. Wow. Ich persönlich finde, dass die Titel einen ja auch hypen sollen auf das, was im Part vorkommt. Und so einfache Titel zünden da zumindest bei mir nicht. Deswegen an alle Mehr geht so Fanatiker, die dieses Projekt gucken, schreibt mal bitte in die Kommentare und wirklich bitte, 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 was ihr bei dem Part Mehr geht so, aber ohne Ton. Was ihr dafür als Titel und was ihr als Thumbnail genommen hättet, ohne Photoshop. Ey, warte mal. Nein, ich wollte das auf diesen Typen donnern. Mist. Piep. Und ja, weil ich ja auch die Parts nicht zu gottlos lange machen möchte, aber auch nicht so schnell zu Ende, finde ich mal so ein 18-Minuten-Part uneditiert ganz gut. Schreibt auch wegen den Partlängen zu den einzelnen Projekten, wie ihr das findet oder finden würdet, in die Kommentare. Aber ich habe mich momentan beim Sprechen, glaube ich, sogar dazu entschlossen, dass ich so die ersten 2 bis 3 Parts Quatsch mache, so. Und dann ab dem circa 4. Part es dann losgeht mit der Story. Und dann spiele ich auch die Story etwas länger. Wenn nicht sogar bis zum Ende. Und dann mache ich Road to 100%. Weil zum Beispiel bei Mario Wonder, da ist auch so ein Problem. Weil das Projekt halt, Bro, ja, weil das Projekt nämlich nicht so erfolgreich ist, will ich halt auch die Parts seltener bringen, dass die halt trotzdem online kommen, aber dafür wichtige Tage nicht verschwendet werden, wenn ihr versteht. Deswegen bin ich da halt
auch am Überlegen, weil ich will halt Mario Wonder auch auf meinem Kanal haben. Als 100% Projekt. Oder was ich auch machen könnte, was eigentlich übelst... Lol, ich kann hier was bauen. Was eigentlich übelst dumm wäre. Ich nehme den Final Boss Part, nehme den nochmal runter und nehme den wieder auf. So. Und dann lade ich ihn halt nochmal hoch, nur halt mit umgeänderten Thumbnail und umgeänderten Titel. Das ist halt komplett bescheuert lame, aber somit hätte ich halt ein Projekt weniger. Und somit hätte ich das leider auch nicht auf 100%. Von daher, schreibt mir auch dazu bitte eure Meinungen. Ich weiß, ihr müsst, oder könnt besser gesagt, sehr viel in die Kommentare schreiben. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr dazu was schreiben würdet. Zur Not schreibt neue Kommentare. Ich würde alle liken. Oder Kommentare besser gesagt. Ich würde jeden Kommentar liken, der unter irgendeinem Video ist. Und ja, beim nächsten Mal Quatsch werden wir... Beim nächsten Mal Quatsch machen, werde ich hier ein bisschen den Strand erkunden mit euch. Von daher, falls ihr da dabei seid... Warte mal. Digga, das Schild war fake. Lames Schild. Da stand Haie. Aber Digga, hier ist ja nichts. Zur Not hätte ich das irgendwie als Thumbnail nehmen können oder so. Oder muss ich dafür weiter raus? Okay, jetzt verfärbt sich sogar schon hier das Wasser. Bruder! Da war halt wirklich ein Hai. Lol. Als ob. Aber beim nächsten Mal erkunden wir hier den Strand. Also von daher dranbleiben. Ciao.